von der Uni, hatte eine Vorlesung, dann habe ich was mit einer Gruppe zusammen ein bisschen was gemacht. Und jetzt muss ich nach Hause. Ich habe ganz viel zu tun für die Uni heute und überhaupt. Ich muss noch ganz viel machen. Irgendwie habe ich vieles nicht mitgekriegt oder ich unterschätze die Sachen und ja, ich brauche jetzt viel Zeit, um viel zu tun. Oh. Okay, so sieht der Plan aus. Ich fahre jetzt nach Hause und dann, oh, so laut, und dann gibt es viel Arbeit und dann habe ich nachher wieder Vorlesung, aber vor der Vorlesung hole ich alleine ab und Daddy und die bringen mich dann zur Vorlesung. Das Fahren ist zu laut. So, ich bin jetzt bald eine Stunde daheim. Und was habe ich alles geschafft? Bad geputzt, Wäsche abgehängt, neue Wäsche gewaschen. Was habe ich noch gemacht? Ich habe Termine gemacht. Das war's. Ich habe Wäsche weggeräumt. Bad geputzt, hat lang gedauert. Ich muss jetzt noch schnell was ausdrucken. Und dann bin ich richtig effektiv gewesen heute. Alles noch vor dem Mittagessen. Kriege ich doch hin mit dem Uni und Haushalt und Baby und Mann. Jo. Hoppla, ich sollte abspeichern. So. Ich habe jetzt offiziell keinen Bock mehr. Oh, das ist so nervig. Ich glaube, ich habe gerade mal 4 Seiten geschrieben. Das ist echt nicht viel in einer Stunde. Oh. Auf jeden Fall muss ich jetzt was essen, Mittagessen. Um 2. Und ich muss bald schon los, Elena holen und Daddy holen. Und dann habe ich wieder Vorlesungen bis heute Abend. Oh Gott. Das heißt, die Vlog wird wahrscheinlich wieder kurz. I'm sorry. Aber jetzt gibt's ja Essen. Oh, I'm so hungry. Und ich mache mir ein Stückle Brot. Das wird jetzt komisch für euch hören. Mit Tresana. Jemand hat schon mal gefragt, was das ist. Ich würde das mit Philadelphia vergleichen. Sowas ähnliches. Voll geil. Ich liebe Tresana. Das ist einfach geil. Und dann mache ich eben Tresana auf die Brot. Auf das Brot. Oh, was rede ich da? Und dann Zwiebeln. Okay, Akku ausgetauscht. Oh, wo war ich? Rote Zwiebeln kommen auf dem Brot. Yep, auf die Tresana drauf. Und es schmeckt so gut, glaubt mir. Auch wenn es sich komisch anhört. Aber ich finde, oh, das schmeckt so gut. Vor allem, wenn man Zwiebeln liebt. Und zwischendurch habe ich hier ein paar getrocknete Tomatenchen. Yummy! Schnell essen. Muahahaha. Smarties! Okay. Ihr habt jede Menge verpasst, Leute. Wir haben Elena abgeholt gehabt und sie hatte Fieber. 38,8 Grad. Sie ist hingefallen. Man sieht es da im Auge. Alles nicht schön und alles wurde uns nicht gesagt. Doof gelaufen. Jetzt sind wir noch zu Hause. Eddie hat sich super um die Kleine gekümmert. Der Fieber ist so gut wie weg. Ihr geht's besser, wie man sehen kann. Mami war in den Vorlesungen. Wir sind jetzt erst gerade eingekommen. Und jetzt gibt's Nam-Nams. Mami kocht jetzt schnell. Und kleiner Schatz. Armer kleiner Schatz. Oh, wie eine Boxerin sieht sie aus. Die hat sich geprügelt. Zack, zack, zack. Die meine kleinen Hübchen. Okay. Was für ein Tag. Okay, wir essen jetzt Spaghetti Bolognese. Die ist mir irgendwie zu soßig geworden heute. Und Daddy muss gerade zu den Schwiegereltern. Und er kommt halt etwas später. Aber wir essen jetzt schon mal, wir haben super spät. Elena ist schon wieder müde. Und deswegen, ja. Müssen wir jetzt essen, ohne Daddy. Hm?
Try? Hast du überhaupt Hunger? Ich glaube schon. Oh je. Also, wir hoffen, dass die Oma morgen Zeit hat. Dann bleibt sie nämlich zu Hause morgen. Oder geht's Oma? Denn in die Kita schicke ich sie ungern, wenn sie krank ist. Und wenn niemand kann, dann muss Mama daheim bleiben und dann verpasst Mama halt Vorlesungen, wichtige. Aber so ist das halt, ne? So muss man das schaukeln mit Studium und Kind. You want that? Willst du den Deckel? Aber you have to eat your num-nums. Look, oh. Wow, look at the noodle. Oh dear, das wird jetzt eine Geburt mit dir.